Mario Götze ist wieder da, das Eintracht-Debüt des WM-Helden im Hexenkessel von Magdeburg. Für Frankfurt in Rot Pflichtspiel Nummer 1 nach der magischen Nacht von Sevilla. Die Startelf fast identisch. Götze für Rode der einzige Wechsel. Und Götze brachte sich sofort ein feiner Chip auf Kostic. Der hat Platz, der wird nicht attackiert und der sieht Kamada. Frühe Führung für die Eintracht, 0:1 nach 4 Minuten. Kostic, wie man ihn kennt, und Kamada so überlegt, so platziert, keine Chance für Reimann. Oliver Glasner, wenn du dir einen Saisonstart malen dürftest, dann sähe er so aus. Magdeburg geschockt, von wegen, der FCM hielt sofort dagegen. Boré mit dem Fehler, Ballgewinn durch Müller. Feines Zuspiel auf Cienza, der kommt zu Fall und Felix Zweier zeigt auf den Punkt. Tuta mit riskanter Grätsche. Der Kontakt leicht, aber unstrittig. Entscheidung in Ordnung. Elfmeter für Magdeburg. Müller tritt an und Trapp pariert. Und auch der Nachschuss schlägt nicht ein im Kasten. Trapp exzellent. In Sevilla hat er einen rausgeholt. Jetzt auch in Magdeburg. Und auch am Nachschuss von Belbel ist er noch dran. Frankfurt weiter druckvoll. Sechelmann mit dem Foul an Lindström. Zweier gibt keinen Strafstoß. Fehlentscheidung, klares Foul vom Innenverteidiger. Glück für Magdeburg. Weiter Frankfurt. Feiner Ball von Götze auf Knauf. Der ist schneller als Belbel. Reimann kann zunächst parieren. Und dann kommt Lindström und hat so ein feines Füßchen. 0:2 nach 31 Minuten. Die Eintracht auf Kurs. Götze schon wieder beteiligt. Perfekter Ball in den Lauf von Knauf. Der ist nicht zu bremsen. Und dann rücken sie zu behäbig raus. Lindström lässt sich das nicht nehmen. Traumtor. Die Eintracht mit einem bärenstarken Auftritt wollte nachlegen kurz vor der Pause. Lawrence unglücklich und Knauf mit der Gelegenheit zur Entscheidung unmittelbar vor der Pause. Die Latte hält Magdeburg im Spiel. Christian Tietz, kein schlechtes Spiel seiner Mannschaft. Trotzdem 0:2 zur Pause. Unschönes in der Halbzeit, Leuchtraketen aus dem Gästeblock auf den Platz. Dann wurde wieder Fußball gespielt. Bemerkenswert, Magdeburg mit mehr Ballbesitz, aber zu selten zwingend. Bis zur 50. Minute. Artig auf Quarteng. Der gönnt sich einen Haken zu viel und dann ist die Chance dahin. Quarteng in der zweiten Liga hat er schon getroffen. Hier lässt er die große Gelegenheit liegen. Magdeburg hatte gewechselt. Unter anderem war er neu in der Mannschaft. Ito. Und der erlaubte sich gleich diesen Schnitzer. Lindström auf Boré. Da ist wieder Kamada. Und er trifft erneut. Doppelpack Kamada. Reimann machtlos gegen japanische Präzision. Genau da muss er hin. Genau da kommt er hin. Die Gäste in beeindruckender Frühform. Frankfurt ließ nicht locker. 63. Minute. Boré hat das 0:4 auf dem Fuß. Der Held von Sevilla macht den Treffer nicht. In der 69. Minute musste Magdeburg wechseln. Neuzugang Bejaz kam für Barış Artık, Leistungsträger in der Offensive. Er musste verletzt runter, bitter für den FCM. Artiks Kollegen zeigten tolle Moral, ließen sich nicht hängen. 76. Minute, Belbel auf Jason Čeka, auch er eingewechselt. Erneut eine gute Gelegenheit, aus der Magdeburg zu wenig macht. Dann hatte Götze Feierabend. Beeindruckender Einstand des Weltmeisters. Spielfreudig, laufstark, an zwei Toren beteiligt. Die Eintracht blieb auch in der Schlussminute gierig. Chandler eingewechselt mit dem Ballgewinn gegen Belbel. Alario auf Kolo Muani. Der kommt etwas glücklich vorbei an Reimann, behält dann die Übersicht. Alario zum 0:4 Endstand. Reimann hatte Schmerzen, getroffen von Kolo Muani, das Tor strittig. Kolo Muani beim Abspiel von Alario
wohl eher leicht im Abseits. Dann tritt er Reimann auf die Hand. Keine Absicht, Spiel lief zurecht weiter. Und Alario hat keine Probleme zu vollenden. Magdeburg trotz guter Leistung deutlich geschlagen. Der FCM scheidet zum fünften Mal in Folge in Runde 1 aus. Die SGE überzeugt auf ganzer Linie und darf sich jetzt freuen auf Bayern München und Real Madrid.